Während hinter uns hier jetzt die Leute in die Pause gehen, darf ich im Stream die Viertelstunde füllen, die wir jetzt Zeit haben. Ich habe zwei spannende Gäste da, die ich jetzt gleich, denen ich ein paar Fragen stellen werde zu dem Programm, das wir bisher hatten, das später noch kommen wird. Bleiben Sie also gerne dran. Der erste bzw. der zweite Gast ist Philipp Selhoff. Er ist Geschäftsführer von Polysphere, einem Ideenlabor und Serviceanbieter für modernen Politikbetrieb. Und die Person, mit der ich jetzt anfange, ist Ricarda Lang, die Bundessprecherin der Grünen Jugend. Hallo Ricarda. Erstmal vorneweg, du hast die Diskussion jetzt mitbekommen, es waren sehr, sehr viele Punkte dabei. Was war für dich so der spannendste Punkt, den du gerne nochmal hervorheben würdest? Was ich sehr interessant war, war die Rolle von öffentlichen Räumen im engeren Sinne, also soziale Infrastruktur, Daseinsvorsorge für ein demokratisches Miteinander. Also dieser Satz, der einmal gefallen ist, dass es die Grundvoraussetzung dafür ist, aber alleine noch nicht reicht. Eigentlich aus zwei Aspekten, nämlich einmal dieses Grundvoraussetzung. Ich glaube, wir machen viel zu oft den Fehler, dass gerade wenn wir über strukturschwache Regionen, über ländliche Räume sprechen, wir immer nur eine Form von emotionalem Mangel unterstellen. Sozusagen den Leuten fehlt emotionale Anknüpfpunkte, dann ein Identitätsangebot machen. Den Leuten fehlt aber teilweise konkrete Daseinsvorsorge vor Ort, das Schwimmbad, der Bus, das Krankenhaus. Von Identität kann man sich gesellschaftliche Teilhabe eben noch nicht kaufen. Und dann aber als zweiter Teil, dass nur das zu haben, als eine Daseinsvorsorge zu haben, auch noch nicht reicht, sondern es dann auch um die Frage geht, wie man diese demokratisch gestalten kann. Gerade bei jungen Menschen merke ich da ein unglaublich großes Bedürfnis nach Selbstermächtigung. Also dass nicht über meinen Kopf hinweg entschieden wird, sondern dass ich selbst darüber, was mein Leben beeinflusst, mitentscheiden kann, dass ich selbst Werkzeuge in die Hand bekomme, die Welt um mich herum zu verändern. Ich glaube, das muss eigentlich die Leitlinie sein, mit denen wir öffentliche Räume gestalten. Wunderbar. Und es ging natürlich auch um die Frage von Zugangshürden. Ist auch eine spannende Frage. Findest du, diese Zugangshürden sollten auch politisch nochmal ausformuliert werden, um sie dann überwinden zu können? Oder bist du eher bei Robert Habeck, der sagt, wir müssen jetzt einen neuen Weg finden und nicht mehr über das Alte reden? Na, ich glaube, es ist erstmal wichtig, sichtbar zu machen, wo diese Hürden bestehen, weil sie an ganz vielen Stellen eben sehr viel indirekter entstehen, als jetzt einfach nur das, was man sich, glaube ich, oft vorstellt. Also wir haben ja so ein bisschen konkreten Mangel an Geld. Das ist erstmal relativ leicht auszubuchstabieren. Was ist relative Armut, wenn andere Leute mehr Geld haben? Ich glaube, dass Ausschlüsse auf viel komplexere Art bestehen. Also gerade diese Frage von, welche Chancen habe ich im Bildungssystem, die Frage von, welche Anbindungsmöglichkeiten habe ich in meinem Dorf, die Frage von, kann ich mitentscheiden? Und das erstmal sichtbar zu machen, ist ja schon die Voraussetzung. Also zu sagen, was ist, auch zur Voraussetzung zu machen, für was zu verändern, was ist. Und du hast in deiner ersten Antwort gesagt, es geht auch, also Identität allein bringt uns nicht weiter. Und es werden auch viele Dinge weggelassen. Eine Frage ist für mich, ob in der Debatte nicht auch der Feminismus fehlt. Eine Frage von, wer darf wie in welche Räume kommen müssen, Fragen des öffentlichen Raums nicht auch emanzipatorisch oder feministisch gestellt werden? Auf jeden Fall, das habe ich mir auch viel während der Debatte gestellt, dass eigentlich das eine Frage ist, die noch gefehlt hat, weil ich glaube, was wir sehr stark erleben in einer Gesellschaft, die von sehr starren Männer- und Frauenbild geprägt ist, ist so ein bisschen so eine Trennung zwischen dem öffentlichen Raum und dem privaten Raum. Also der private Raum als der Ort der Familie, des Heims, der öffentliche Raum als der Ort der Lohnarbeit, des politischen Miteinanders, und dass das sehr klassisch verbunden wird mit männlicher Sphäre und weiblicher Sphäre. Das wurde natürlich durch feministische Bewegungen, durch eine Liberalisierung der Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten aufgebrochen. Ich glaube, dass sich aber schon noch Stücke davon immer wieder finden. Wenn ich zum Beispiel an zwei konkrete Erfahrungen denke, es wurde hier darüber geredet, dass auch das Internet, auch soziale Medien öffentlicher Raum sind. Wenn ich als Frau eine politische Meinung in öffentlichen Medien, in sozialen Medien vertrete, kriege ich unglaublich viel Hass und Anfeindungen davon ab. Mir wird sozusagen abgesprochen, öffentlich für meine Meinung einzustehen. Und auch ganz klassisch, wenn ich abends nach Hause laufe, ich kenne fast keine Frau, die keine Erzählung davon hat, auf dem Nachhauseweg den Schlüssel mit in der Hand zu einem aufzupassen, ein Telefongespräch zu faken, weil man Angst davor hat, alleine unterwegs zu sein. All das sind Dinge, die auch Ausschlüsse schaffen und eben gerade auch Ausschlüsse, die eben nicht oft so leicht erkennbar sind. Deshalb wir, glaube ich, auch schauen müssen, wie schaffen wir es, dass Frauen und dass Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht Teil des öffentlichen Raums sind, ohne dabei hinterfragt oder angegriffen zu werden. Ja, es sind auf jeden Fall spannende Gedanken und hoffen wir, dass es auch noch aufgegriffen wird im Laufe der Konferenz. Dann darf ich jetzt weiter zu Philipp gehen. Hi, grüß dich, schön, dass du da bist.
ist die Frage des öffentlichen Raums natürlich auch eine Frage von Gerechtigkeit. Viele sagen, die Frage des öffentlichen Raums ist die Gerechtigkeitsfrage im 21. Jahrhundert. Stimmst du dem zu und der Debatte, wie sie derzeit geführt wird und dass die so einen großen Stellenwert auch hat und haben soll? Also ich weiß nicht, ob es die zentrale Frage, die zentrale Gerechtigkeitsfrage gibt. Ich glaube, die Gerechtigkeitsfrage zieht sich durch verschiedene Politikfelder. Jetzt gerade diskutieren wir über die soziale Auswirkung von guter Klimaschutzpolitik. Öffentlicher Raum ist, glaube ich, als Begriff aus meiner Sicht vielleicht nicht so zentral, aber man merkt, wenn man über Polarisierung, über politischen, gesellschaftspolitischen Diskurs spricht, man kommt sehr schnell an den Punkt, wo findet das überhaupt statt? Und es fielen vorhin ein paar Mal so Begriffe wie der Marktplatz und die Fußgängerzone und Rathaus und Kulturzentren. Und öffentlicher Raum ist ja heute was anderes, als er vor 30 Jahren war. Und öffentlicher Raum verändert sich sehr, sehr schnell, wie vieles andere. Es ist ein Allgemeinplatz, es wird digitalisierter und globalisierter. Aber der sozusagen die Fragmentierung der Gesellschaft in verschiedene auch Milieus und der Verlust von Volksparteien in ihrer Zielgruppe und in ihrer das hat eben auch Auswirkungen auf öffentlichen Raum. Und wenn wir politischen Diskurs und Auseinandersetzung, konstruktive Auseinandersetzung organisieren wollen, dann brauchen wir ein aktuelles Bild von öffentlichem Raum. Und der ist natürlich, müssen wir darüber sprechen, wie sieht das in ländlichen Räumen aus, wir müssen darüber sprechen, wie sieht das in homogenisierten, ghettoisierten Stadtgesellschaften aus, aber wie sieht es auch online aus und wie bekommen wir einen vernünftigen Diskurs hin, ohne in eine kulturpessimistische sozusagen Negierung von sozialen Netzwerken zu geraten. Sprichst du den Kulturpessimismus an? Jetzt ging es auch viel um die Frage von Pessimismus oder Optimismus, die auch sehr biografisch formuliert wurde, auch aus einer literarischen Perspektive heraus. Gab es da für dich Perspektiven, die du besonders spannend fandest, die auch eine politische Perspektive ergänzen könnten oder vielleicht auch sollten? Ja, definitiv. Also ich fand es nicht nur heute hier, sondern auch generell, gerade wenn Politiker Glaubwürdigkeit sozusagen darstellen wollen, dann referenzieren sie auf ihre eigene Geschichte. Ich bin damals in dem und dem Ort aufgewachsen und wir hatten auch einen Fußballplatz und wir hatten, auch irgendwie die Dorfnazis oder wie auch immer. Und das kenne ich, das sozusagen, das zieht sich durch. Ich glaube, das hilft, weil man darstellt, wir wissen, wovon wir reden. Wir haben das geht nicht nur für Politiker, sondern generell für sozusagen Akteure, die sich in diese Debatte, die sich einschalten, dass genau diese Trennung von kosmopolitischer, elitärer, urbaner, akademischer Szene, sozusagen, das ist sehr, sehr, sehr verkürzt, zu einer, zur Basis, zur Bevölkerung in ländlichen Regionen, dass dieser Dissens und die Differenz kleiner wird und dass man sich darauf einigt, okay, wir haben gewisse gleiche Erfahrungen, die hast du gemacht, die habe ich gemacht, lass uns darüber sprechen, wie wir das zusammen nutzen können, um Leben dort besser zu gestalten. Das ist eine spannende Perspektive. Jetzt gucke ich mal kurz, ob wir noch ein bisschen Zeit für eine dritte Frage haben und nachdem es hinter uns noch nicht losgeht, stelle ich dir jetzt noch. Es geht jetzt im nächsten Gespräch, in dem zweiten Gespräch heute Abend um die Frage, in welchem Zustand ist das Land? Es geht um eine Erzählung von öffentlichen Netzen und Räumen. Robert Habeck hat es gerade auf dem Podium genannt, dass es um eine Frage von Invest geht. Gibt es für dich Fragen nach der Diskussion gerade, die du gerne beantwortet hättest auf so einem Podium? Also ich glaube, die Frage nach Infrastruktur und Investment in Infrastruktur ist eine sehr zentrale und das kann man über das Analoge in das Digitale sozusagen, kann man durchziehen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt war, die alleinige Existenz von öffentlichen Räumen garantiert eben keine weltoffene, progressive, wie auch immer geartete Austausch. Das ist in der Tat eine Bedingung, eine sozusagen Primärbedingung für Diskurs, für Weiterentwicklung von politischen Ideen. Und um diese Bedingung zu schaffen, braucht man Infrastruktur, braucht man Investment, man braucht Investment in Bildung, in diese öffentlichen Räume von einer sehr konkreten, haptischen, physischen Ebene, wie es wurde von den Kulturzentren in Dänemark gesprochen, Stadthallen, Sicherheit im öffentlichen Raum, öffentlicher Nahverkehr, Telekommunikation, das alles gehört dazu, um diesen Diskurs zu organisieren, der dann im Endeffekt dazu führt, dass
dass wir bessere, neuere Politikideen bekommen. Und von daher, ja, wäre schön, wenn über diese Finanzierungsfrage, weil am Ende auch ein allgemeiner Platz hängt es natürlich am Geld und wir müssen öffentlichen Raum finanzieren, wir müssen ihn absichern, wir müssen ihn weiterentwickeln und dafür müssen natürlich die entsprechenden Budgets vorgehalten werden und sie müssen politisch priorisiert werden. Wunderbar, vielen Dank dir. Und dann kommen wir jetzt in ein paar Minuten hinter uns weiter von der Frage der Identität zur Frage des Geldes und hoffen, dass Sie dranbleiben und wünschen noch einen schönen Abend. Dankeschön.